Komm, Glück auf. Glück auf. Kann man so machen, sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga. Ja, das ist richtig. Also es gibt, denke ich, schlechtere Tore, die man erzielen kann. Also ich bin überglücklich und bin einfach nur froh, dass es jetzt am Wochenende so geklappt hat und am Ende auch mit einem Sieg noch umrundet wurde. Blick nochmal zurück auf das Spiel gegen Wiesbaden. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, war ein hartes Spiel. Ich denke, erste Halbzeit war richtig gut von uns. Hatten viele gute Umschaltmomente, hätten noch mehr Tore erzielen können als nur die zwei. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen wilder, sage ich mal. Also da war Wiesbaden schon ein Stück besser als wir, müssen wir zugeben. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem kämpferisch alles gegeben und uns dann letztendlich auch mit dem Sieg dann hinten raus noch belohnt. Am Samstag geht es im Pokal gegen Wacker Nordhausen. Die sind auch gut drauf, haben 8-0 gewonnen gegen Bischofswerda. Was erwartet uns dort? Ja, das ist, wird natürlich auch ein knüppelhartes Spiel. Regionalligisten darf man nie unterschätzen, gerade auch im Pokal. Das wird ganz eklig, auch auswärts da. Da müssen wir voll konzentriert sein, genau wie auch hier in der zweiten Bundesliga. Da dürfen wir keinen Zentimeter Platz herschenken. Und deswegen müssen wir uns konzentriert jetzt die Woche über vorbereiten und dann bei 100% oder noch ein paar Prozente mehr draufpacken, dass wir da eine Runde weiterkommen. An Unterstützung wird es nicht fehlen. 1100 Karten, also alle Gästekarten sind verkauft. Ja, das freut uns natürlich. Also die Unterstützung werden wir brauchen und wir versuchen als Mannschaft, das so gut es geht umzusetzen, dass die Fans dann auch glücklich wieder nach Hause fahren können. Danke, Tom. Gerne.